Recht herzlich willkommen zur 12. Folge von Simotrans. Ja, das mit dem Pack 128 German. Gut, wir haben Strecke ausgebaut, zweispurig hier. Sehen wir ja, wir sind auf einem guten Weg finanziell. Da waren eben Margenzahlen von 20 plus schon hier gleich, also zweistellig. Das heißt, wir kommen aus dem Tal der Tränen wieder raus. Betriebsgewinn sieht super aus hier, dass wir da Plus machen, das ist wichtig. Okay, und dann müssen wir gucken, wie wir weiter vorgehen. Da ist jetzt ein großer Stau, aber eigentlich wird er sich gleich auflösen. Zwei warten auf freie Strecke, der ist weg, der Kohlenzug fährt los. Hier haben wir, glaube ich, Eisenerz drauf, oder? Jo, das ist auch gut so. Der liefert da, glaube ich, an, ne? Dann muss der noch eine Weile. Ne, der fährt ja auch nach links. Okay, dann kann er auch gleich weiterfahren. Sollte klappen. Jo, das sieht so aus. Gut. Er ist auf dem Weg zurück. Was macht der Zug hier hinten eigentlich? Achso, wir haben ja hier die Strecke abgesperrt mit dem Schrott. Ich glaube, wir sollten den Schrott noch ein bisschen, sag schon, verbessern. Einfach aus dem Grunde, weil wir, na, mehr liefern müssen, ne? Ich glaube, dieses Stahlwerk alleine ist von dem, na komm schon, von dem Zug schon nicht ausgelastet. Oh doch, Kohle fehlt hier sogar. Wow, hätte ich jetzt nämlich nicht mitgerechnet. Schrott ist sogar da. Gucken wir mal gerade, was die andere Industrie macht mit Stahlkocher hier. Die haben genug Kohle und kein Schrott. Aha, alles klar. Das würde bedeuten, wir müssen einmal die Kohle favorisieren auf der Seite da hinten und da auch noch den Schrott verbessern. Dann würde ich sagen, bauen wir hier die Strecke zweispurig aus. Ja, das werden zwar Kosten sein, die wir investieren. Ja, mach das mal so und das auch so, aber hier ziehen wir noch ein Stück weiter. Oder? Ja, mach ruhig dann Signal da noch hin. Das ist aber falsch rum, so ist richtig rum. Und so ist da richtig rum, genau. So, zweiter Bahnsteig da hinten für. Dann müsste da aber ein Auswahlsignal hin, fällt mir gerade so ein, ne? Dann müsste doch das jetzt weggehen. Ah, hat doch nicht geklappt, okay. Doof gelaufen. Findet keinen Weg mehr, sollte er jetzt wieder finden. Müssen wir gleich gucken, wie er da hin kann. Und dann kommt da ein Auswahlsignal. Auswahlsignal, da ist es. So. Und da könnten wir das eigentlich auch so machen, ne? Genau. Gut. Und dann müssten wir noch da hinten weiterhin. Wie weit ist die Strecke? Geht hier runter und dann noch nach da. Okay. Oh, das ist ohne Ende. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, wir müssen hier auf jeden Fall eine Ausweiche haben. Machen dort normale Signale hin. Ah, komm schon. So passt's. Hier würde ich nur eine hinmachen. Jetzt die Frage, auf welcher Seite. Ich glaube, auf der Seite. So passt's auch. Wunderbar. Und wie lang ist die Strecke? Ich glaube, da können wir hier auf dem, ja, auf dem letzten End können wir hier noch was machen.
passt. Und da gibt's auch Signale. Passt. So. Die läuft ja schon wieder. Das ist ja auch gut so. Dann kann der Schrott transportiert werden. Und da müssten wir jetzt einen Zug hier ins Leben rufen, der da noch hinfährt. So. Lok. Hat sich da eigentlich was getan? 2,06 Euro. 1,49. 1,68. 1,4. Das ist hier 2,97, ja. Ja, die ist immer noch die günstigste, ne? Waggons für Schrott dran, ne? Ich gebe das mal besser ein, bevor ich einen falschen nehme, ne? Schrott da. Der hat 22 Tonnen. Der sieht kleiner aus, hat aber mehr, weil er wahrscheinlich höher ist. So. Davon machen wir jetzt mal... Ah ne, wir müssen erstmal hier noch sagen, wo er hinfahren soll, ne? Kohleerz. Das müsste die Schrottlinie sein. Den kopieren wir dann noch dreimal. So, und dann starten wir das. Ein bisschen Zeit dazwischen, oder? Der müsste dann nach vorne drehen. Ich glaube, da können wir sie alle starten. Wir haben ja da schon einiges ausgebaut. So, der ist hinter dem Signal, dann startet der nächste. Sieht gut aus. Oben ist gerade keiner, deswegen geht das auch gut, denke ich. Jetzt kommt gerade einer entgegen, aber das dürfte auch nicht das Problem sein, weil wir noch ein Signal vor dem Depot haben. Also es passen auf jeden Fall vier hin. Es darf jetzt nur kein anderer kommen. Wenn jetzt ein anderer in den Bahnhof hier noch reinfährt, dann haben wir ein Problem, wenn er vor allem durch will. Aber der bringt Güter gerade weg. Und ich glaube, er ist gleich auch, dieser ist eher hinter dem Signal. Nein, aber es klappt trotzdem, weil der um die Ecke fährt. Aber den Bahnhof hat einer reserviert, oder was? Kann aber eigentlich nicht sein. Warum fährt der nicht weiter? Ach, weil er hier lang will und der macht bis dahin frei, oder? Ja, okay. Geht. Sollte klappen. Ja, Gesamtvermögen ist runter, das wissen wir. Und der findet keinen Weg mehr. Ohne Route? Was falsch gemacht? Die Signale sind richtig. Es ist zu weit oben. Ne, der fährt noch. Aber der kann fahren, einfach aus dem Grunde, weil es geht da, ne? Müssen wir nochmal gucken. Ist irgendwo nicht verbunden, das kann auch noch sein. Der hat da ein Signal. Ohne Route. Ich weiß, wo es liegt. Da ist das Problem. Da ist das Problem. Dieses Signal muss dort definitiv weg. Oder wir machen da einen doppelten Ausgang gerade hin. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar sinniger. So passt's, jetzt findet er auch wieder eine Route. Ist das jetzt richtig rum? Ja. So, jetzt sollte er eine Route finden. Da hat er sie.
Okay, da kommt auch schon der Erste. Er bringt die Teile dahin. Ist der nicht zu lang? Das sieht täuscht so, ne? Aber passt wohl, ne? Ja. Wie will man da jetzt noch stehen? Zwei. Okay, und der Dritte wartet schon da hinten. Und ich fährt er dann um die Kurve da auch. Sollte er jetzt aber tun, oder? Ja, macht er auch. So, findet keinen Weg mehr, haben wir gelöst. So, was macht's dann hier? Sieht gut aus. Wir haben zwar wenig Geld gerade, aber... Warte mal. Ja doch, passt. Gesamtvermögen. 18% Marge ist auch gut. Und das ist jetzt Jahreseinkunft? Ja, ich glaube ja. 28.000 Miese sollte aber besser werden. Gut. So, der wartet auf den. Und da ist keiner, dann klappt das auch schon. Der fährt jetzt da vorbei, dann sollte der bis dahin fahren. Macht er auch, gut. Der macht die Strecke frei, der fährt vor, der fährt vor. Sollte wieder laufen. Wir haben natürlich gerade eine kurze Unterbrechung beim normalen Kohlebetrieb gehabt, durch den vier Züge, die wir da rausgejagt haben, oder waren es drei, ich weiß nicht. Vielleicht wäre es besser gewesen, ein Stück zu warten, ne? Er ist gerade angekommen und wird beladen. Man sieht aber nicht, wie viel. Öl. Der ist da beladen, fährt weiter, wunderbar. Und hier hinten ist auch noch einer, der was holt. Gut. Läuft, ne? Würde ich sagen. Der fährt durch, das heißt, er hat geladen. Oh, shit, das war jetzt verkehrt. Ah, jetzt habe ich den Zugsatz da eingebaut. Aber da geht nicht weg, der Wegzusatz, oder was? Steht doch da dran, an einem Wegzusatz und Eisenbahnstrecke entfernen, geht nicht. Ja, muss ich leider so machen. Ging nicht anders. Passt. Okay. Läuft. Läuft. Frosch im Hals gehabt. So. Was macht's Geld? Über 21%. Sieht gut aus. So, jetzt müssen wir ein bisschen Geld scheffeln, dass es erstmal wieder läuft. Nur... jetzt bringen wir von hier nach da Schrott. Der Schrott wird sich hier dann stapeln. Hier haben wir Schrott genug drin. Hier fehlt es an Kohle. Das heißt, wir brauchen einen Zug, der von hier nach da pendelt, ne? Also, entweder nehmen einen davon weg. Ich glaube, das machen wir. Ja, den müssen wir ändern. Fahrplan hat er von Riedenburg. Aber Riedenburg ist falsch. Weiß jetzt nicht, wo Kohleerz liegt, ne? Maschine, Stahl, Schrott. Das wird's wahrscheinlich sein, oder? Ich gebe ihm mal die Route erstmal. Lass nochmal im Fahrplan gucken, dass er erst
In Hardegen Stahlwerk. Das ist richtig. Okay, dann fängt er wohl hier an. So. Ja, verfolgen wir den mal ganz einfach gerade und machen das Ganze auf schnell. Zuck. Der hat jetzt 22 Tonnen Stahl mit. Die hat er da gebracht und 110 Tonnen Eisenerz holt er von da. Schrott hat er wieder mit. So, was hat er? Kohle hat er diesmal auch mit. Alles klar, dann läuft das. So, normal schnell. Passt. Gut. Sind wir auf dem noch mit Verfolgen an. Das machen wir jetzt mal was aus. Und dann gucken wir weiter. Was macht unser Geld? 121.000, 30% passt. So. So, Geld wird mehr. Das bedeutet, es läuft. Hier ist doof mit der Straße, ne? Und dem Bahndamm, aber es ist halt so jetzt gelaufen. Müsste man hier rüberfahren, dann so schräg und dann da lang. Der ist irgendwo was überfüllt. So, jetzt ist die Frage, was transportiert er? Eisenerz? Er hat 12 Palettenmaschinen dabei. Er transportiert auch Stahl. Vom Stahlwerk dann weg. Ja. Ist jetzt schwierig. Aber hier staut sich dann wahrscheinlich bald der Stahl, ne? Wohl. 10 Tonnen sind es gerade erst. Ach so, ja. Am Bahnhof müssen wir noch reingucken, ne? Das sind ein bisschen viel mit 510 Tonnen, also müssen wir das in der nächsten Folge dann auch noch korrigieren, das mit dem Stahl. Würde ich mal sagen, ne? Gut, aber für diese Folge soll es dann erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!